So, Facecam, willkommen zurück zu Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Wir haben gerade eben übrigens mit einer leicht verwundeten Emily gestartet. Ich weiß nicht, woran das liegen kann, bestimmt nicht an einer gewissen Granate. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, auch bevor auch nur bei euch diese letzte Folge gelaufen ist, ehrlich gesagt, dazu mit Emily tatsächlich weiterzuspielen, weil, naja, mit Corvo gibt es zwar Dinge, die von Vorteil sind zum Schleichen, allerdings ist das bei Emily genauso. Nur, dass der Teleport an sich nicht ausreicht, was in der Hinsicht... Also es ist kein wirklicher Teleport. In dieser harten Welt bist du allein. Du bist auf wenige Verbündete. Ah. Dich schicken wir mal ganz kurz weg. Worauf ich hinaus wollte, dass das Teleportieren hier eben kein richtiges Teleportieren ist und man währenddessen tatsächlich gesehen werden kann. Bei Corvo hingegen ist es nicht ganz so weit von der Strecke her, also wir können uns mit ihm nicht ganz so weit teleportieren, beziehungsweise greifen. Also wir können es nicht so weit teleportieren, wie wir uns mit ihr hangeln können. Aber das ist dafür eben komplett ungesehen. Kann man eigentlich immer noch abbrechen mit F? Ja, steht da allerdings nicht mehr. So. Dafür hat sie ein paar andere lustige Fähigkeiten. Ja, und deswegen machen wir es trotzdem einfach mit Emily, denke ich. Und außerdem ist es ja noch gar nicht gesagt, ob wir komplett durchspielen werden, ohne irgendwen umzubringen. Das ist, wie gesagt, eine Sache, die würde ich sowieso irgendwann tun. Die Frage ist, wollt ihr das? Also, falls ihr es noch nicht getan habt, schreibt es bitte jetzt wirklich mal in die Kommentare, damit ich weiß, wie ich vorgehen soll. Wenn ihr natürlich wirklich gerne mal sehen möchtet, wie, keine Ahnung, Kräfte, hier dieses Verketten zum Beispiel, wie wir zum Beispiel ein paar Wachen in eine Lichtwand reinwerfen, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen schon mal, oder die Verketten dann einen anzünden. Oder in die Luft jagen. Das sind alles Sachen, die würde ich wirklich gerne ausprobieren. Werden wir wahrscheinlich auch trotzdem machen. Selbst wenn wir ohne jemanden zu töten durchgehen wollen, dann lade ich halt nochmal und zeige es einfach nur so. Aber naja. Gut, ich denke, jetzt haben wir genug hier rumgegeigt. Oder Gitarre gespielt. Das ist, diese sekundische Gitarre ist übrigens auch irgendwie bei dem... Wie hieß das? Irgendwie irgendein Assassinenpack, was man bekommen hat fürs Vorbestellen. Ebenso dieses Lebewohl Kanaka Abschied eines Musikers eben auch, gehört auch dazu. Aber naja. Und die beiden Knochenartefakte natürlich auch. Achso, warum ich das... Das ist blöd, dass man, wenn man die Sachen weggepackt hat und klickt, dass man die dann automatisch einsetzt. Deswegen, wenn man jetzt die Pistole ausgerüstet hat und dann klickt, dass man die sofort abfeuert. Wenn man natürlich gedrückt hält, geht das bei den Fähigkeiten. Also sagen wir mal mit der Pistole, ich stecke sie weg und halte dann gedrückt. Das ist nicht praktisch. Kann man das umstellen? Wie bei Waffen wegstecken, nicht sofort feuern oder so, das wäre cool. Nein, hier schon mal nicht. Springen, Schleichmodus. Sprinten, Lehnen, Halten ist auf... ja, das wissen wir, hat uns bisher nicht wirklich viel gebracht, ehrlich gesagt. Steht hier auch nur das Wegstecken? Ah ja. Benutzen, Waffe einstecken. Ja, steht da, aber man kann es wohl nicht so machen. Gut, warum ich jetzt am Anfang das Herz in der Hand hatte, das habe ich übrigens mal auf die Null gelegt, damit ich es einfach immer haben kann. Ich wollte mal hören, was das dazu jetzt im Schiff zu sagen hat und da ist eine Rune. Niemand sonst sieht mich. Ich bin hier. Und doch nicht hier, wenn du mich rufst. Wenn ich jetzt das Herz wegstecke. Nice! Kennst du die Geschichte der Seefahrerin, die im Nebel gefangen war? Sie reisten mit ihm über alle Meere. Ich bin wie sie. Alles repariert, was an Antons Kabine seit meiner Entführung zu Bruch gegangen ist, ist nun Wochen her. Nein, streich das erst, wenn ich ihn zurückgeholt habe, als Glaubensbeweis, dass er zurückkommt. Tür zum Lagerfreiraum scheint was umgekippt zu sein und ich wollte das Zeug da drin mal verkaufen, um an Geld zu kommen. Affenstand in die andere Richtung schauen Gebühr der verdammten Garde zahlen, bevor sie mehr über meinen Passagier wissen wollen. Mache ich, wenn ich das Geld habe. Eines Tages werden wir uns trennen müssen. Ich hoffe, dass dieses Wissen unseren Abschied einfacher macht. Wir können es hier ganz schön umgucken, was? Wozu ist das bloß? Na, okay. Immer schön den Deckel runterklappen. Mit
Wenn wir eines Tages getrennt werden, dann vergiss nie, dass ich weiß, wer du bist und dass ich dich liebe. No. Erinnerst du dich, wie ich einmal war? Manchmal denke ich an damals. Du auch. Nein, sie erinnert sich bestimmt nicht mehr an ihre Mutter. Anton, ihre Idee, die Kopfdichtung mit Guano Kopfdichtung? Ja. Mit Guano zu versiegeln, ist die schlimmste, die sie je hatten. Ich lasse sie im Maschinenraum schlafen, wenn sie es nicht bis morgen in Ordnung bringen. Megan, wären alle Erfinder so empfindlich und ungeduldig wie sie, würden wir immer noch in Baumstämmen übers Meer paddeln. Megan, ich habe Maulbeerkuchen gebacken, nach einem Rezept mit thyvianischen Gewürzen. Es steht in der Kombüse. Anton, sie alte Dummkopf, wo sind sie? Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich finde sie versprochen. Ich vermisse sie. Versuchte Reparatur des Hilfsmotors. Merkwürdig. Wenn all dies vorbei ist, dann musst du mich erlösen. Bitte. Hat unsere Mutter uns gerade aufgefordert, sie umzubringen, wenn ne, die Zeit gekommen ist? Da liegen, glaube ich, Brandbolzen, zumindest wenn die genauso aussehen wie im letzten Teil. Die Tür ist blockiert. Die Sache, ob wir die irgendwann aufkriegen oder eher nicht so. So müde. Wie lange, mein Herz? Wie lange muss ich dieses Schattendasein fristen? Gut, sie hält endlich die Klappe. Okay. Was steht da? Dreadful Whale. Ach ja, den Namen vom Schiff habe ich wieder vergessen gehabt. Hier sind wir wohl auf der... Oh, Addermeyer-Tinktur. Unsere erste, die wir haben. Die ist für Mana. Dunwall ist so weit, weit weg. Ich bin bald zurück, Vater. Versprochen. Wenn ich jetzt irgendwann einfach mal F drücke, um meine Waffen wegzustecken... Nee, doch nicht. So. Na gut, das interessiert mich jetzt nicht so. Vielleicht ist da was Interessantes bei. Wer weiß. Ein paar leere Flaschen. Tja, ist eben die Frage, ob wir Corvo noch retten können, aber bestimmt. Schiffsglocke, ahoi! Das Juwel des Südens. Vaters Geburtsort. Ach. Und natürlich, das erste, was wir sehen, noch ein Walfänger. Und... sehr fortschrittlich. Ich meine ja nur, die kämpfen hier noch mit, naja, ziemlich alten Steinschlosspistolen, zumindest sieht so aus. Wobei man die nicht immer nachladen muss sofort. Ja, ist eigentlich so ein bisschen Steampunk, das Ganze hier, ne? Das ist wahrscheinlich auch die Tür ins Treppenhaus, wo wir vorhin waren. Jo. Gucken wir uns auf Deck etwas um. Das können wir ganz kurz weg, damit wir ein bisschen freier laufen können. Ein Beiboot. Sieht ein bisschen aus wie das von Samuel damals, aber auch nicht allzu sehr. Die ist unter Wasser, die Rune. Na denn? Hui! Dann hoffen wir mal, dass wir auch drankommen, ohne zu sterben. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Oh, Moment, ich sollte einmal ganz kurz auftauchen. Gerade noch die Sauerstoffanzeige gesucht und dann... Oh, die ist aber ganz schön knapp. Nehmen wir ganz kurz Herz in die Hand. Einmal rum. Und hinein. Noch irgendwas Interessantes hier drin? Sieht nicht so aus. Neue Rune. Ich glaube, für eins bekommen wir wahrscheinlich noch nicht so viel, ne? Wenn überhaupt. Du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Das ist praktisch. Ich nehme an, wir können nur eins von beiden haben. Zeigt feindliche Routen und ihr aktuelles Ziel an. Objekte und Sicherheitssysteme. Eigentlich finde ich das schon interessanter, muss ich sagen, als das. Objekte ziehen verlangsamen.
Schwierig teilweise echt die Entscheidung. Ah gut. Haben wir immerhin das schon mal gemacht. Wenn ich auf Steam das richtig gesehen habe, scheint das Online übrigens nicht sonderlich gut bewertet worden zu sein. Also eher, also Teil 2 jetzt. Sondern tatsächlich nur ausgeglichen. Aber andererseits gebe ich nicht sonderlich viel auf die Bewertung hier. Auf Steam, deswegen... Brennbar. Die Sache ist... Krass. Ich habe bei diesen Pistolen dauernd das Bedürfnis, Nachladen zu drücken, aber es ist einfach total lächerlich und unnötig. Hoppala. Wer es lesen möchte... Oh, von Anton Sokolov sogar. Unserem alten Freund, den wir damals entführen mussten. Blutfliegen. Liebste Emily, oder sollte ich sagen, eure Kaiserlich... Einfach abgebrochen. Diese Anton Sokolovs Lektionen. Er erschuf zu Mutters Lebzeiten so viele schlaue Dinge. Überall im Reich, begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Gristle vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaka habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine Ihnen und Ihrem Vater entrissen wurde. Und nun könnten Sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für Ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. War das Delilah? Ich habe mich nämlich schon gewundert, wieso er jetzt nicht hier ist. So, die Blutfliegen, das soll ich vielleicht durchlesen. Ich habe überlegt, ob ich es noch zu einem weiteren Buch bringe. Die Blutfliegenplage zusammen mit Grundinformationen zur Lebensdauer und Verhalten wäre ein exzellentes Projekt für einen alten Naturphilosophen wie mich. Blutfliegen sind exotische Insekten, aber anders als jede andere Spezies in Serkonos. Ich vermute, sie stammen aus Pandesien. In Gruppen von 3 oder 4 Individuen sind sie harmlos. Einzelne Exemplare greifen nicht an, was mich zu der Vermutung bringt, dass jede von ihnen einen Geruch abgibt, der einen Kollektiveffekt auf größere Verbände hat. Blutfliegen werden von schnellen Bewegungen und Geräuschen angezogen. Aha, also immer langsam. Ihre Nester können zerstört und der Schwarm damit zerstreut werden. Nester sind besonders anfällig für Feuer. Die Insekten benötigen frische Leichen zum Legen ihrer Eier, die nach atemberaubend kurzer Zeit schlüpfen. Mehr Leichen in einer serkonischen Stadt... Beispielsweise nach einer Krise oder Seuche bedeuten auch mehr Blutfliegen. Interessanterweise wurden Blutfliegen im letzten Abschnitt ihres Lebens wesentlich ruhiger. Sie verlassen den Schwarm, mausern sich und werfen ihre Flügel ab. Danach lebt jeder ein Leben als Individuum. Sehr sonderbar. Blutfliegen finden sich in fast ausschließlich im Süden, in wärmeren Gefilden. Wie auch gewisse betagte Naturphilosophen. Man kann sich richtig vorstellen, wie er an der Stelle gegrinst hat. Meine Reise nach Pandesien, bla 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 bla. Tja, mit den die Blutfliegen geht es wahrscheinlich auch ein wenig, weil, naja, im Trailer hat man schon gesehen, wie einige Leichen auf den Straßen von Serkanien eben gefressen wurden. Ach, guck mal, wir sind jetzt... Kommen wir da wieder hoch? Hoppala. Wo bin ich denn jetzt drauf? Au. Wenn ich es richtig verstanden habe... Kostet uns das Teleportieren nicht mal mehr was.
Hä? Verdammt. Erstmal wieder hier hoch. Eben stand ich doch auch auf dem Absatz. Danke. Hallo? Ich will doch draußen wieder hin. Okay, es kostet uns doch noch ein wenig. Okay, wisst ihr was? Wir lassen den Scheiß und reden einfach mit ihr. Was soll's? Dann gehen wir halt später nochmal nach draußen. Da es hier unsere Basis sein soll, haben wir dazu wahrscheinlich immer noch Gelegenheit später. Oh. Soll das ein Teil von einem Elektromotor sein? Das sieht ein bisschen so aus. Also wie Stator und Anker, aber... kann mich auch irren. Was? Porträt von Delilah? Oh, voll unauffällig. Was macht das hier? Das ist Delilah. Anton hat es vor seiner Entführung gemalt. Sie kennen sich, aber viel mehr weiß ich nicht. Wenn man bedenkt, dass die in dem DLC aus einer Statue von sich rausgekommen ist. Schade. Ich meine, wenn sie ihn entführt hat, vielleicht hat sie ihn einfach in das Gemälde reingezogen. Das wäre voll lustig. Und was will ich hier hinten gerade? Verdammt nochmal. Ich würde ja ganz gerne mal kurz die Nachtsicht auschecken. Hat was, nicht wahr? Komischerweise, dass wir beim Klettern immer direkt das kurz verlieren. So. Kein Kartenspiel. Ah, ist sie wirklich die Einzige hier an Bord? Das Blut des Hauses Abel. Der Herzog heißt auch Abel, oder? Megan Foster. Wenn ich auf dem Landweg zum Eddermeyer-Institut will, muss ich offenbar durch die Bahnstation. Okay. Is the Crown Killer hiding in Eddermeyer? Okay. Wir sind ja irgendwie gerade in der Bucht. Sie sind Mortimer Ramsay. Ohne eine Ratte in der Stadtwache wäre der Putsch nie gelungen. Ich kenne Herzog Luca Abele nicht, aber Corvo sprach nur Gutes über seinen Vater Theodennis. Delilah, meine Tante, sollte es wahr sein. Sie hat einen stark verzerrten Blick auf die Welt. Hör auf zu reden, während ich mich umgucke. Eine Studie, bla bla bla. Irgendein Geschenk. Oh. Ich frage mich, ob es auch Sachen gibt, die... Naja, unser Mana auffüllen. Vielleicht Alkohol, aber den können wir ja, glaube ich, nicht trinken. Zumindest ist es bisher noch nicht aufgefallen, dass das ginge. Birnensprudel. Entschuldigung. Ach, cool. Können wir uns ja doch noch ein bisschen umgucken zu Ende. Wir waren ja gerade hier und sind dann da runtergefallen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, gibt es hier vielleicht noch irgendwo eine andere Luke, durch die wir vielleicht tatsächlich in den Lagerraum kommen? Aber es sieht ja irgendwie eher nicht so aus. Ah, vielleicht ist hier ein Fenster offen? Sieht doch nicht schlecht aus. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Reise nach Pandisien, Teil 3. Brandbolzen, jawohl, dachte ich es mir doch. Nochmal Adamaya-Tinktur, Kupferdraht. Erstmal hier alles ausplündern. Die hat gerade nichts zu sagen.
Jetzt wünschte ich, wir hätten schon die Fähigkeit, dass wir auch Objekte sehen, weil dann würden wir die auch, hier auch nichts übersehen können. Na gut, haben wir das auch schon gemacht, das finde ich schon mal sehr schön. Dann möchte ich nochmal ganz kurz auf sie zeigen. Ich verstehe, warum du sie magst. Sie ist fast so verschlossen wie du. Finde ich gut. Beim letzten Mal habe ich das nämlich nicht ausprobiert, würde ich auf jemanden drauf zu zeigen. Megan Foster. Sie war nicht immer Kapitän. Sondern? Es ist Jahre her. Die beiden waren unzertrennlich. Es gab kein Essen, aber es gab Liebe. Diese wenigen Tage auf den Straßen mit ihrer Kinderfreundin, für sie war das die glücklichste Zeit. Immer basteln, malen oder das Leben genießen. Das ist Sokolov. Ach so, darum steht hier der ganze Kram. Megan, man kann ihr trauen. Bis zu einem Punkt. Aber ich kann nicht hinter die Wut blicken. So viel Zorn kann Dinge verbergen. Es gab immer Hunger. Damals auf den Straßen. Okay, jetzt reicht's auf jeden Fall. Hunger und Angst. Wir haben nämlich noch nichts gemacht, wir gehen jetzt. Ich lernte durch Brutalität zu überleben. Vielleicht hören wir uns schon später noch was an. Wir haben 21 Minuten lang nur das Schiff erkundet. Manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Hier? Wir sind doch schon längst woanders. Er liebt Kanaka. Achso. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption. Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Adamaier-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Adamaier. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Tja, ich glaube, wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich meine, wir haben uns ja jetzt schon umgeguckt. Aber eins noch, es gab da ja noch eine verschlossene Tür. Auf der Seite. Oder, nee, das hier ist jetzt der Lagerraum, ne? Dann war es doch die andere Seite. Nochmal ganz kurz hoch. Nochmal außenrum. Es gab ja noch eine verschlossene Tür auf der Seite. Aber kann natürlich sein, dass da später erst hingeht. Ja, sieht so aus. Benutzen. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Kann ich nicht einfach hinschwimmen? Na, okay. Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Stimmt, sie hat jetzt ihr komisches Tuch die ganze Zeit vors Gesicht. Das ist die beste Maskerade, so ein feines Tuch vorm Gesicht zu tragen. Am Rande der Welt. Finde die Adamaier-Station und nimm einen Wagen zum Adamaier-Institut. Dies ist deine heißeste Spur, um den Kronenmeuchler aufzuspüren. Über welchen Weg du gehst, nicht töten willst, wirken bewusstlos oder lass ihn von oben auf. Oder lass dich von oben auf ihn herabfallen? Verstehe ich das richtig? Man kann, also statt jetzt einen Falkenangriff zu machen und jemanden zu erstechen, kann man einfach mit den Füßen voran auf ihn draufknallen und dann ist er auch bewusstlos? Müssen wir ausprobieren.
Doch, da wird es ein schwarz singendes Geräusch. Manipulieren mit Kabelwerken kannst du Licht finden. Blitzfall oder mechanische Soldaten. Baupläne für Zeug. Unbefugtes Betreten. Okay, die Zivilisten sagen uns dann, wir sollen abhauen. Wenn wir das nicht machen, rufen sie erst die Wachen. Okay, gut zu wissen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn wir das gerade mal kurz durchlesen. Windmühlen ausschalten, um Sicherheitssysteme zu deaktivieren. Heulbolzen. Die Heulerwand verwenden pyrotechnische Armusbolzen, um ihre Gegner zu betäuben und einzuschüchtern. Blutfliegen legen zuerst einen Leichnam, bevor sie den Lebende angreifen. Nutze dies, um Blutfliegenschwärme abzulenken. Also Leichen, soll das heißen. Verwende Teleportation, Korvo oder weitreichend Elemili, um dich vor einer Deckung zur nächsten zu bewegen. Yo. Ist eben die Frage, ob wir mit weitreichen genauso unauffällig sind. Ich glaube nämlich nicht. Die Garde, ganz klar, greifen Fremde sofort an. Dass jemand auf die Straße angegriffen wird, kommen sie ihm zu Hilfe. Interessant. Neue Sichtweisen für alle Hindernisse probieren mehrere Lösungen. In einer Situation ist schwierig, gehe sie anders an. Schwachsinn, verkaufen illegale Waren, Ausrüstungsgegenstände und auch Waffenverbesserungen. Ich habe gehört, man kann sie auch ausräumen, zumindest sagen das die Achievements. Aufsehermasken, die detaillierten Masken der Aufseher schützen ihre Köpfe gegen frontale Fernangriffe. Ein Licht von der Blitzfall fügen Personen, die sie angeschwemmt sind, keinen Schaden zu. Wenn du Rattenfische oder Blutfliegen kontrollierst, findest du manchmal alternative Wege. Können wir als Emily sowieso nicht. Wobei wir durch Rattentunnel wohl doch trotzdem durch können. Geld ausgeben, wieso springt jetzt gerade mal weiter? Sei vorsichtig, wenn du sie angreifst. Tagebuch, ja, öffentliche Orte. Okay, man kann auch mit gezogener Waffe rumlaufen. Die Zivilisten rufen trotzdem keinen. Das ist gut. Wenn du angreifst, betrittst du Verbotsgebiet, fliehen sie und alarmieren die Wache. Aha. Speichere möglichst oft. Ja, danke für die ganzen Tipps. Nach Eldermeyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Die Bahn sieht ja lustig aus. Sieht aus wie irgendwie so eine Kutsche, die da mit einem Rad vorne lang fährt. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Sieht auch irgendwie hübscher aus als in Dunwall. Muss man einfach sagen. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich passe auf mich auf. Das Wasser sieht echt schön aus. Im Eldermeyer vernichten sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Eldermeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Ah ja, hallo? Juwel des Südens. Chaosfaktor, deine Taten beeinflussen deine Umgebung. Je mehr du tötest, desto zynischer werden Emily oder Corvo und ihre Verbündeten. So viele Tode führen zu einem schlimmeren Blutfliegenfall und einem düsteren Ende der Handlung. Es gibt jetzt wohl nicht nur zwei Enden, wie damals in Teil 1, sondern drei Enden. Einmal eben hoher Chaosfaktor, also man bringt eine Menge Leute um. Niedriger Chaosfaktor, man bringt kaum Leute um oder gar keine, wie vielleicht in unserem Fall, weiß ich noch nicht. Oder Nummer 3, Mitte. Gibt's wohl auch. Habe ich zumindest gehört. All hail the new Empress, Her Majesty? Majesty. Delilah Caldwin. Egal. Wow. Ich vermisse die Zeit, in der ich einfach mal durchschlafen kann. Ein voller Arbeitstag, dass ich nicht lache. Wer will sie denn wissen, wie sowas aussieht? Ich vermisse die Zeit, in der ich habe gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Vielleicht muss ich die Grafik ein bisschen runterdrehen. Brauchen kein Gesicht. Willkommen in Karnaka, Fremder. Fremde, aber ja. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Geht kein Wunder, dass es hier Blutfliegen gibt. Nicht im Register. Vielleicht ein neuer Importeur aus Morley. Wir warten ein, zwei Tage. Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen.
Nicht schlecht. Kriegen wir was vom konfiszierten Zeug ab? Ja. Wir verkaufen es billiger an ein anderes Schiff und teilen den. Da fuck. Da wir eh nicht auf Schmuggel aus sind, ist das so eine Sache, aber wir werden dann... Meier in der Ferne. Vielleicht noch ein bisschen... Was macht die da? Soll das ein Fernglas sein? Unglaublich, aber ich werde noch blind. Ach, das ist ein Fotoapparat, ein Alter. Das soll das Adamer-Institut sein, wir sollen auf diese Bahn da umsteigen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich muss nämlich ein bisschen vorproduzieren, 30 Minuten sowieso eigentlich lang genug, schätze ich. Und ja, ist, denke ich, auch ein guter Moment zum Cutten und um mal eben die Grafik ein bisschen zumindest runterzustellen. Gerade 25 zu 30 FPS so dazwischen. Ist eigentlich noch in Ordnung, aber nicht so geil. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, teilt das Video, lasst ein Like da, whatever. Freut mich immer und bis dann. Tschüss.